Und damit ein ganz wunderschönes Ahoi, Ahoi, liebe Spaßgesellschaft und willkommen zu meinem neuen Let's Play YouTubers Live. Warum neu? Ich habe schon 2 Staffeln gemacht, richtig, aber ich habe euch ja noch eine 3. versprochen. Und deswegen denke ich mir, ich habe gerade sowieso Luft und wir machen jetzt einfach, ehe wir noch länger warten. Gab's hier nicht mal ein Intro? Irgendwie sehen wir gerade nichts. Das ist ja toll. Entsprechend kann ich das nicht vorlesen. Ich gehe einfach mal weiter. Wir kennen das Intro ja schon inzwischen. So, wir wollen nämlich diesmal einen Musikkanal machen. Und ich würde sagen, wir machen das ausnahmsweise mal mit einer Frau. So. Wie sollen denn die Haare aussehen? Machen wir das einfach mal so. Schön braune Haare. So, die Äuglein, die machen wir grün. Na, so die Schnuten hier, die fand ich ja noch nie sonderlich toll. Deswegen lassen wir einfach mal die Standardschnute drin. Gesichtsbehaarung können wir uns sowieso klemmen. Als Accessoire, wir haben hier uns einiges nicht freigespielt, wie auch immer man an die Dinger rankommt. Ne, ich würde sagen, wir lassen die Mütze weg, das sieht doof aus. So, welches Outfit soll es denn sein? Nehmen wir das hier, weil das schön lila Farbe ist. Ich mag diese Farbe. Und als José nehmen wir... Ja, so, das finde ich gut. So, Schüchen, die brauchen wir auch noch. Ja, das ist doch mal ein Popstar-Outfit, wa? Na, ah, die Brillen, die lassen wir weg, die sind zu etipetete. So, was wollen wir denn? Superstar? Mehr und mehr zu machen. Jeder Like und Abonnent zählt. Habgierig. Bisschen Wirtschaftsexperte, du weißt, wie man. Also, damit kriege ich mehr Geld. Hiermit können wir besser mit Leuten kommunizieren. Da kriegen wir besser einen Partner. Ich würde sagen, wir nehmen mal das Genie. Einfach mal so besser lernen. Das hatten wir, glaube ich, bisher noch nicht. So, und Kochen hatten wir schon, Gaming hatten wir schon. Also ist der Musikkanal dran. So, und wir nennen uns. Ja, wir brauchen jetzt eigentlich mal einen anderen Namen. Ach komm, sie kann auch Kopfgeburt heißen. So, und wie nennen wir das? Die nicht singen kann. Nein, das ist ein bisschen zu pessimistisch. Ruhrpott-Voice. Das ist doch mal schön. So. Ach, irgendwie hat mir diese Hintergrundmusik ein klein wenig gefehlt, muss ich gestehen. So, in diesem Raum begann ich mit meinen ersten Videoaufnahmen. Ich war gerade mit meiner Mutter hierher gezogen und hatte auch nicht viele Freunde in der Nähe. Schauen wir uns die ersten Dinge mal genauer an. Wirf einen Blick durch dieses Zimmer, bevor du lernst, die Nummer 1 in YouTubers Live zu werden. So. Kamera rotieren, zoomen. So, alles gemacht. Wieder mal die Steuerung. Früher habe ich einfach mit den Liedern aus meinem Regal Videos erstellt. Dann schauen wir mal. Stairway to Hell. Ja, dann nehmen wir das doch mal. Machen wir ein Cover. Ich bin ja ein Fan von Metal, allerdings ist es ja mehr oder... Ja, nehmen wir Rock. Hat unser Karaoke-Mikrofon. Und wir legen einfach mal los mit unserem ersten Video. Wir nehmen natürlich nur das, was wir zur Verfügung haben, was logischerweise noch nicht sehr viel ist. Ich lese jetzt nicht alles von diesen Tutorials vor, weil wir kennen das ja schon aus den letzten Spielen. So, du hast die Akkorde vergessen. Machen wir mal das hier. So, du versuchst zu vertuschen, dass du falsch singst. Dann machen wir doch mal einen unlustigen Kommentar. Und damit sind wir auch schon durch. So, dann müssen wir mal den Clip am PC erstellen. So. Womit fangen wir an? Ich glaube, der Übergang ist tatsächlich besser. So, dann hauen wir hier noch Farbe rein. Titel wählen. Alles da läuft. Und wir rennen an das Ganze und schauen mal, wie es ankommt. Way 5! Ist ja jetzt noch nicht so viel, aber wie gesagt, wir hatten ja jetzt nicht so die großen Möglichkeiten. Aber eben bei Sound haben wir viel gelernt und bei Nachbearbeitung haben wir was gelernt. Das ist doch mal super.
Ich bin, also das lese ich jetzt noch, die Sachen, die hier unten reinkommen, aber nicht alles, was links steht, das meinte ich vorhin. Ich bin immer über die Zeit, die man für das Hochladen eines Videos braucht, verärgert, aber ich sage es dir, die Aufrufe, die Abonnentenzahlen und das einfließende Geld zu beobachten, ist großartig, außerdem gibt es immer Kommentare, die mir helfen zu sehen, ob meine Videos wirklich gut sind. Ich musste jeden Monat einen Test schreiben, also musste ich lernen, wenn ich diesen bestanden hatte, erhielt ich eine Belohnung, aber wenn ich durchgefallen war, hatte ich mich meine Mutter bestraft. So, dann lernen wir mal ein bisschen in der Schule. So, das hätten wir. Das hätten wir auch. So, dann gehen wir mal lernen. So, immerhin, jetzt geht's langsam los. Ich muss sagen, ich freue mich irgendwie gerade wieder, dass ich dieses Spiel spiele, weil das ist echt gut. Ich kann immer überprüfen, ob ich für den Test bereit bin, indem ich auf den Kalender in meinem Handy schaue. Aber zur Schule zu gehen und gute Noten zu bekommen, ist nicht alles im Leben. Manchmal gehe ich auch einkaufen und überprüfe neue Veröffentlichungen von Spielen und Konsolen. Ich muss mein Zuhause zum Einkaufen nicht verlassen. Online-Bestellungen sind eine einfache und schnelle Art, um Dinge zu bekommen. Haha. Gut, dann gehen wir mal shoppen. Kann ich jetzt so einkaufen? Es waren früher allerdings nur 3 Läden verfügbar, die übrigen wurden mit der Zeit eröffnet. Ich konnte einen von den Läden besuchen oder auf das Kreuz klicken, um den Einkauf zu beenden. So bei Radiofy. Was ist das denn? Machen wir nochmal Rock Radio. Hier machen wir Metal. Und dann nehmen wir hier noch alle und wir nehmen hier Jazz, würde ich sagen. Oh, das kostet zu viel, das können wir uns noch nicht leisten. Egal. Ich war bereits mit den Grundelementen der Herstellung von Videos vertraut. Mir war bewusst, dass der Anfang schwer sein würde, aber ich hatte mich dazu entschlossen, ein YouTuber zu werden. Und niemand konnte mich stoppen, ich würde es schaffen. Glückwunsch, du hast Level 2 erreicht. Wenn du ein weiteres Level aufsteigst, kannst du neue Ausdauerpunkte, Skills, Videos und weitere Objekte im Laden freischalten. Klick auf den Erfahrungsbalken, wenn du die freigeschalteten Gegenstände ausführlich sehen möchtest. So. 4 neue Widgets für deinen Computer freigeschaltet, ein paar neue Möbel, ein paar neue Klamotten, mehr Glühbirnen. Erzähle es rum, verbreite das Wort unter deinen Freunden, um dein Video zu fördern. Oha, und neue Karten, stimmt, wir müssen mal bei den Karten schauen. So, die coole Begrüßung, die nehmen wir doch mal. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt ein neues Musikvideo. Wobei, wir haben nur das eine Lied, ne? Ja, komm. Machen wir wieder ein Cover. Aber, was passt denn gar nicht dazu? Ich würde es einfach versuchen, so eine Klassik. Ich will einfach mal wissen, wie das ankommt. So, Ausrüstung ist ja schon bekannt. Und dann legen wir einfach mal los. So, winkende Begrüßung. Passt sogar. Hast vergessen, das Instrument richtig zu stimmen. Das macht uns jetzt mal sauer. Treffer, sehr schön. So, du hast die nächsten Akkorde vergessen. Dann machen wir es mal albern. Na, das passt doch nicht ganz. Aber gut, Hauptsache wir haben es fertig. Sehr schön. Dann ab an den PC zum Rendern. Ja, der Übergang ist jetzt hier nicht so ganz sauber, aber ist die beste Möglichkeit, die wir gerade haben. Wir machen einen weichen Fokus, weil uns da die Punkte fehlen und wir machen was für die Optik, ein bisschen die Farbe zuordnen und schon geht's los. Die Wertung ist deutlich besser als beim letzten Mal, immerhin. Ja, dann laden wir das doch mal hoch, wa? Und ich würde sagen, wir nutzen die Moment, zurück in die Schule. Haha, fürs Lernen. Und dasselbige machen wir dann nochmal. Damit auch die Note stimmt. Wir schauen mal kurz. Oh, das sieht ja noch gar nicht so gut aus. Noch stehen wir quasi 6. Das wäre richtig mies. So, die ersten Cents haben wir verdient. Sehr schön. Na, immerhin. Wir haben es auf eine 5 geschafft. Das ist ja auch schon mal einiges wert. Ja, nämlich eine Note. So, wir müssen aber mal, denke ich, ein bisschen einkaufen. Wir brauchen nämlich ein neues Lied. Ach, da komme ich, da arbeite noch. Stimmt. So, wir müssen ein Cover hochladen. Aber wie gesagt, ich hätte ganz gerne ein neues Lied. Komm, wir nutzen die Zeit und gehen noch einmal lernen. Würde ich jetzt einfach mal sagen. So, dann schauen wir mal in die Kommentare.
nicht ganz so wie es sein sollte. Cover-Videos zu Stairway to Hell erzeugen gerade viel Aufmerksamkeit. Ich kann von dem Lied gar nicht genug bekommen. Dieses klasse Lied hört sich irgendwie komisch an, wenn man es mit Karaoke-Mikrofon spielt. Wähle nächstes Mal ein besseres aus. Aha. So. Wieder was gelernt. So, wieder eine Aufgabe abgeschlossen, nämlich ein Lied covern. Sehr gut, dass dein Talentpunkt erhalten. Jedes Mal, wenn du ein Level aufsteigst, bekommst du einen Punkt, den du zum Verbessern und Entdecken neuer Arten von Videos investieren kannst. Komm und nutze deinen Talentpunkt. Ja, Sekunde. Was ist das hier? Eigenes Lied. Melodisch. Okay. Oder Sänger. Ja. Wir machen erstmal das eigene Lied, würde ich sagen. So, Mikrofon, Gitarren können wir kaufen. Soweit so gut, aber... Kurz hier geschaut. Ja, neue Karten sind auch wieder dabei. Sehr schön. Ah, wo kriegt man neue Lieder her? Ah, jetzt verstanden. So, das kaufen wir mal. Das kaufen wir mal. Oh, ist das unterwegs oder haben wir das jetzt schon? Ne, noch haben wir es nicht. Ach, das ist mal wieder das alte mit, dass es hier gleich angeliefert wird. Wir nutzen die Zeit, um eben schnell nochmal lernen zu gehen. Ah, da ist es gerade. So. Fertig gelernt. Dann, ihr Lieben, Zeit für ein neues Musikvideo. Warte mal ganz kurz, eben hier die Erfahrung abstauben. So. Dann machen wir hiervon ein Cover. Warum kann ich davon noch kein eigenes Lied machen? Ach, ich habe noch gar kein eigenes Instrument. Gut, ich bin Metal-Fan oder bin ich Rock-Fan? Ich bin eigentlich beides, aber gut. Wir nehmen dann erstmal unser Karaoke-Mikrofon und legen direkt los. Das Lied beginnt. Ayo, Ibimus. So, du versuchst zu vertuschen. Das nehmen wir nochmal dich. Du hast die nächsten Akkorde vergessen. Ich versuch's mal mit einem professionellen Kommentar. Nein, das klappt leider voll nicht, aber immerhin haben wir alle Wertungen voll. Das ist doch immerhin etwas. Okay, Mutter will was von uns, aber wir müssen eben unser Video rennen. Oh Mann. Ich hätte so einen gepaddelt bekommen, wenn ich das einfach mal so gemacht hätte. So, nö, du interessierst mich jetzt nicht. Ich muss rendern. Ja, das Interesse ist da schon mal deutlich höher, weil das Lied auch ein bisschen besser ist. Das laden wir hoch. So, Mutti, was gibt es? Oh, ein Umarmchen. In die Erfahrung mitgenommen. Sehr gut, du hast in dieser Woche eine Menge gelernt. Herzlichen Glückwunsch. Wusstest du schon, dass du mit Aushilfsarbeiten etwas Geld dazu verdienen kannst? Ja, lass mich das doch mal zu Ende lesen, Mensch. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal eine Runde arbeiten. Ja, waschen wir mal Autos. Gucken kurz, was wir für neue Karten haben. Was wollen wir nehmen? Ich würde sagen, du gehst mit diesem Instrument voll ab. Wir können ja das Set später noch bearbeiten, was wir da alles drin haben wollen. So, jetzt müssen wir dringend mal Haier machen. Zeit zum Schlafen. Die grundlegenden Elemente sind allerdings Hunger und Durst. Wenn eines von ihnen zu Neige geht, geht meine Energie herunter und meine Videos werden schrecklich. Außerdem wird auch alles andere sehr anstrengend. Ja, wenn ich zu müde bin, dann gehen mir die Ideen aus und jede Aktion wird automatisch unterbrochen. Demnach muss ich schlafen gehen und mich ausruhen. Ja, dann mach das doch. Hochladen dauert ja eh noch. Wir schauen mal in die Kommentare. Weil das können wir erst, wenn wir wieder wach sind. So. Man kann sehen, dass es gut aufgenommen wird. Gute Technik. Das Lied ist gar nicht mal so schlecht, aber es gibt sicher passendere Instrumente für ein Rocklied als Karaoke-Mikrofon. Das nehmen wir uns auf jeden Fall mit als Info. Da macht ein 10-Jähriger bessere Videos. Ja toll, dann guck doch die von dem. Wenn du die so gut findest. So, was haben wir hier? Wir nehmen dann noch die tanzende Begrüßung. So, Liedcovern wieder ein bisschen Erfahrung bekommen. Sehr schön. Dann gehen wir futtern, machen ein Lied und dann gehen wir wieder in die Schule, würde ich sagen.
So. Also, neues Musikvideo. Wen nimmt das denn? Das knallt noch gut, das Lied. Und was wollen wir nehmen? Nehmen wir mal Metal. So. Besseren Rechner haben wir ja leider noch nicht. Los geht's. Winkende Begrüßung. Hallo. Du gehst bei diesem Lied voll ab. Machen wir doch mal einen lustigen Kommentar. Sehr schön. Und das war ein Volltreffer. Das Instrument klingt schief. Machen wir doch mal einen Profi-Kommentar. Ah, nicht das Allerschlechteste. Immerhin. So, dann gucken wir mal, was es gebracht hat. So, dann machen wir noch den weichen Fokus dazu und die Farbe ein bisschen schicker. Und gib ihm, ja, sieht schon mal deutlich besser aus hier alles. Stimme hat sich auch schon verbessert, sehr schön. Dann gehen wir mal wieder ein Ründchen lernen. Auf dass die Note super werden möge. Ist ja auch, wie gesagt, nicht mehr so lange hin. So, sehr schön. Wieder Erfahrung. Kaufe ein Lied. Ja, dann würde ich sagen, kaufen wir doch mal ein Lied, wenn das eine Aufgabe ist. Ach ja, der rendert ja noch. So, das Ergebnis, sehr schön. Ich erinnere mich jetzt, als ich zurück in mein Zimmer kam, entschied ich mich dazu, es umzugestalten. So, dann klicken wir auf den PC zum Einkaufen. Würden wir ja gerne machen, aber geht ja gerade noch nicht. Na gut, ich kann jetzt leider nichts anderes machen. Dann müssen wir einfach kurz durch einen Moment warten. So. Wow, nur positive Kommentare. Das ist doch mal sehr schön. So, dann kaufen wir mal einen Dekorationsladen. Idea ist der beste Laden, um Dekorationen zu kaufen. Manche Karten sind in Objekten versteckt, die man erst noch finden muss. Aha. Kaufen wir es für den Papierkopf, würde ich sagen. Und dann... Ein besseres Mikro gibt es leider noch nicht. Aber wir können hier mal ein Lied kaufen. He loves, I love another. Sehr schön, das nehmen wir. Und wieder war es fertig. Wunderbar. Gut, dann lernen wir eine Runde, bis das Lied da ist. So, da ist es auch schon. Können wir das schon aufmachen? Ah, nee. So, ihr Lieben. Oh, wir kriegen Besuch. Na, das ist doch mal sehr schön. Hi, Kopfgeburt. Ich wollte ein Video für ein Lied hochladen, aber ich kann kein Instrument richtig spielen. Kannst du das für mich übernehmen? Ich werde dir das Lied schicken. Ja, alles klar. Machen wir doch mal. Sehr schön. Wieder ein Auftrag. She thinks she wants you. Okay, cool, cool. So, ihr Lieben, aber das machen wir erst beim nächsten Mal. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Also, bis dann, ihr Lieben. Tschüssikowski.